Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Heute darf ich mit der Betriebs- und Kommunikationspsychologin Julia Bläser über emotionale Traumata und Konditionierungen, die daraus entstehen, und auch Glaubenssätze über uns selbst, die uns oft sehr hinderlich sind und uns vielleicht auch nicht zum wahren Glück kommen lassen. Und wie man das vielleicht verändern kann, ob man das überhaupt verändern kann, darüber darf ich heute mit dir sprechen. Auch wieder ein Thema für uns alle wichtig. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Julia. Hallo, Silvia. Ich freue mich sehr, bist du wieder bei uns, weil so toll, wie du diese ganzen Themen angehst, auf allen Ebenen, eben psychologisch, wissenschaftlich, aber auch spirituell, aber ohne irgendwelche Dogmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist ja ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn wir vielleicht wissentlich nicht da schwere Traumata hatten. Mhm. Wir haben alle Erlebnisse, die uns geprägt haben oder eben Bindungsstörungen, und das hindert uns dann daran oder bringt uns dazu, immer gleiche Dinge zu wiederholen. Ja, das stimmt. Ja, emotionale Traumata, was ist das? Ich sag mal, das sind emotionale Verletzungen, das können Kleinigkeiten sein, die jetzt Kleinigkeiten im Sinne der Allgemeinheit vielleicht klein geredet werden, aber für ein Kind kann ein Satz schon eine große Verletzung sein. Ja, also wenn ich das Kind in dem Sinne dann verletze und erniedrige, weil ich ja das Kind in dem Moment nicht wahrgenommen habe mit seiner Angst, mit seinen Gefühlen und drüber hinweggehe, dann ist das auch eine Form der emotionalen Verletzung. Also wir wissen ja heute, dass seelischer Missbrauch genauso schlimm ist wie körperlicher Missbrauch. Und da ist die Dunkelziffer sehr hoch. Das weiß ich aus vielen Jahren, ehrenamtlicher Arbeit jetzt, auch im Bereich meines Vereins Elternfrieden zum Beispiel, wo wir uns um Kinder kümmern, die auch entfremdet werden von anderen Elternteilen. Und diese ganzen emotionalen Erfahrungen, die sind bedeutsam. Die guten, die können natürlich bleiben, die sind ressourcenstärkend und das sind eben Schutzfaktoren. Aber die Risikofaktoren sind eben im Laufe der Jahre diese entstandenen emotionalen Verletzungen. Und Kinder, die in so einem Umfeld groß geworden sind, wo das häufig der Fall war und die in Systemen vielleicht leben mussten, wo viele Verletzungen stattgefunden haben, die entwickeln natürlich auch gewisse Muster daraus. Ja. Das finde ich ganz wertvoll. Das haben wir ja in einer anderen Sendung schon erwähnt. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil viele Menschen zweifeln an sich, wenn sie vielleicht irgendwie nicht in der Kraft sind, mhm, oder eben die Dinge wiederholen und denken, ja, wir hatten ja eine gute Kindheit, alles ist perfekt. Und dann kommen ja noch die Selbstzweifel oder Selbstangriffe dazu. Mhm. Und einfach zu wissen, ich glaube, wir alle erleben solche Dinge und sind mehr oder weniger davon betroffen, und dass man eben auch offener darüber spricht und das eben auch wirklich versteht, oder? Mhm. Nicht, dass ein riesengroßes Ereignis ist nur ein Trauma, sondern eben auch diese Dinge. Und das finde ich sehr schön, wie du das erklärst, ja. Ja, also diese Dinge spielen eine große Rolle. Wenn ich jetzt so mit Erwachsenen arbeite und mal sehe, was die überwiegend für Glaubenssätze haben, ist oft immer dabei, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Dieses Grundgefühl, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Ich bin nicht liebenswert. Diese ganzen Erfahrungen, die mit den Hauptbezugspersonen stattgefunden haben, haben natürlich zu diesen Konditionierungen geführt. Also man kennt ja den pavlovschen Hund. Also wie konditioniert man einen Hund? Genauso werden wir aber auch konditioniert. Ja, also wir erfahren Belohnung, wir erfahren Bestrafung. Viele Kinder sind heute noch im Elternhaus unterwegs, dass sie denken, okay, ich muss funktionieren, dann werde ich geliebt, dann werde ich gesehen, dann bekomme ich die Belohnung Liebe. Und Liebe wird ja als Mittel eingesetzt, mhm, und eben nicht freiheitlich spirituell, was ja wünschenswert wäre, dass es die größte Energie ist, die wir bedingungslos geben dürfen. Mhm. Kinder schenken die uns aber bedingungslos, und ja, da wird auch viel Missbrauch, mhm, betrieben. Oft eben unbewusst, aufgrund der Erfahrung, die Eltern natürlich auch gemacht haben, gibt man Dinge weiter. Mhm. Ich glaube, Professor Christian Schubert hat das mal so schön mit der fraktalen Geometrie erwähnt. Also es ist ja auch Ziel von Interventionen, Coaching, Therapie, dass wir Dinge durchbrechen, damit die nicht in die nächsten Generationen übertragen werden. Absolut, ja. Ja, das sagst du sehr schön. Und was ich eben auch
wichtig finde, eben zu wissen, dass halt die Eltern das machen mit dem, was sie zur Verfügung hatten, weil sie eben ja auch nicht wussten, um was es geht. Und eben wenn das Kind dann vielleicht so Persönlichkeitsaspekte zeigt, die ihnen Angst machen, weil sie wollen ja das Beste für das Kind aus ihrer Idee, dann sanktionieren sie vielleicht und meinen es eigentlich gut und erkennen gar nicht, was darunter liegt. Und eben wir haben aber immer die Chance, dieses Erbe eigentlich nicht anzutreten und nicht in die nächste Generation zu bringen, was nicht ganz einfach ist, aber das irgendwie zu unterdrücken ist auch nicht einfach, oder? Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen eben sich jetzt nach und nach bewusster werden. Man spürt, es sind Ängste da, das sind Symptome für Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit stattgefunden haben. Darüber entwickeln wir eine Angst. Die Angst hat aber überhaupt keinen realen Bezug. Ja, also ob das jetzt Autofahrängste sind, die ich bei vielen Leuten beobachte, oder soziale Ängste bei Jugendlichen, die mir begegnen, die sich nicht mehr trauen, in einer Gruppe zu sprechen, aus Angst, sich zu blamieren. Darunter muss keine direkte Erfahrung, die mit so damit zusammenhängt, liegen. Das kann was ganz anderes sein, ja, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, was zu dieser Angst führt. Körperliche Symptome sieht man überall, also die aufgrund dieses inneren Stresses ja auch entstehen. Insofern sind diese emotionalen, bedeutsamen Verletzungen verschaltet bis ins Nervensystem und abrufbar. Solange wir sie nicht bearbeiten, bleiben sie in ihrer Wirksamkeit ja immer. Ja, da. Und das Ziel muss sein, dass wir das korrigieren, weil ich dann eine Freiheit gewinne. Und vielleicht überhaupt erst einmal Zugang habe zu der eigenen Persönlichkeit, was ich eigentlich wirklich bin, oder? Weil ich erlebe auch oftmals Menschen, vielleicht in der Midlife-Crisis, wie man so schön sagt, die dann wirklich merken, irgendwie die alten Dinge greifen nicht mehr, mit denen man sich da wie verbunden oder über das, über was man sich definiert hatte. Und dann ist darunter aber ganz viel Leere, weil sie wie so das so zur Persönlichkeit zusammengeschmolzen ist, also diese Konditionierungen und dass man da das ganz schwierig den Weg dazu wieder findet. Wie ist das denn für dich jetzt, wenn jemand schon wirklich das jahrzehntelang zementiert hat? Hast du da die Erfahrung, dass man da auch einen Weg findet, das wie aufzulösen, oder? Ja, also ich sag mal, bei Jugendlichen und Kindern ist es natürlich wesentlich einfacher. Die sind auch offener für manche Methoden, muss man sagen. Die lassen sich ein, aber auch bei älteren Menschen. Wir haben übrigens auch viele im Einzelcoaching betreut, also die auch jenseits der 60 sind und die kommen und merken, ich möchte jetzt, genau jetzt etwas nochmal verändern in meinem Leben. Schön. Ja, und ja, da ist es einfach, es ist möglich, kann ich nur sagen, sein Leben nochmal anders zu gestalten und anders zu sehen, sich selbst. Es geht ja eigentlich nur um die Erlaubnis. Ich erlaube mir das jetzt, mich mal anders zu sehen. Und wenn ich einen geschützten Raum habe und mit einem professionellen Menschen daran arbeiten darf, dann ist das ja erstmal ein absoluter Gewinn. Ja, diese Erlaubnis, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich wie aus dem Gefühl des kleinen Kindes, dem das nicht erlaubt ist, erstmal so in das Erwachsenen-Ich und mal wirklich die Erkenntnis mal zuerst im Kopf vielleicht hat, dass jetzt das etwas Altes ist und dass man eigentlich wie alles neu definieren kann, oder? Einfach dieses Verständnis, es ist etwas Altes, das macht schon mal so ein bisschen Distanz, oder? Auch wenn man es noch nicht gelöst hat. Siehst du das auch so, oder? Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel Kinder zu dir kommen, die jetzt, sagen wir, noch kleinere Kinder, da kann man ja vielleicht nicht so intellektuell erklären, da gehst du schon über das Gefühl rein, also oder wie arbeitest du da mit den Kindern? Also Kinder in dem Sinne habe ich nicht selber betreut, sondern das haben wir im Rahmen unserer familientherapeutischen Praxis, das haben dann Fachleute gemacht, die auch für die Kinder ausgebildet sind. Ich habe eher mit Jugendlichen gearbeitet. Und da kann ich halt ab 14 kann man eben auch mit dieser Methode, die ich entwickelt habe, auch mit den Jugendlichen ganz gut arbeiten. Für Kinder zwischen 4 und 12 haben wir ein Kinderstark-Programm entwickelt. Da bilde ich zu aus, also Fachkräfte aus Jugendämtern, die kommen im Moment sehr häufig zu uns und Sozialpädagoginnen und Pädagogen, die das dann anwenden in Kleingruppenarbeit. Da geht es aber eher darum, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, das Natürliche, und ihnen
beizubringen, ja, du darfst deine Bedürfnisse äußern. Ja. Ja, und wie kannst du deine Emotionen regulieren? Wie kannst du mit einer Angst umgehen? Und wie kannst du ja auch mit einer Wut und Aggression, was wir auch häufig ja erleben, im Kontext Schule im Moment auch, also eine aufgestaute Wut bei Kindern. Ja. Und dass man das lernt zu kanalisieren, aber nicht, indem man sie wegdrückt und die Kinder in die Ecke schickt, sondern indem sie das auch mal rauslassen dürfen. Ja. Und eben nicht nur als Böse erkennen, sondern und eben auch wieder in die Selbstermächtigung kommen, wissen, ja, was das überhaupt ist und wie damit umgehen. Eigentlich sollte man das in den Schulen implementieren. Ja. Hast du da schon, Interesse gehört? Weil in den Schulen ist das ja immer mehr das Thema, dass so viel eben Emotionen, Kinder, die wirklich Nöte haben, ich habe sogar Kinder, die sind 10-jährig und haben Suizidgedanken, also es ist ja eine große Not und ich denke, da müsste ja von der Schule her vielleicht auch ein Interesse sein für solche Programme für alle Lehrer und Lehrerinnen, oder? Hast du da schon mal etwas Interesse wahrgenommen, oder? Interesse auf jeden Fall von Direktoren und Direktorinnen, also die bei uns dann auch in den Ausbildungen sind. Auch Lehrer von weiterführenden Schulen haben wir da. Also doch, das Interesse ist da und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, also die ich auch ausbilden durfte nach dem Konzept, sind auch unterwegs in Familienzentren, in Kindertagesstätten und in Grundschulen. Das Programm ist ideal für Vorschulkinder bis, sage ich mal, 10, 12 und dann muss man die Kinder auch wieder anders abholen, dann sind die in der Pubertät, ja, dann kann man mit dieser Ansprache das nicht mehr machen, aber nichtsdestotrotz bleiben die Methoden ja. Ja, ja. Und dass ich das noch ein bisschen besser verstehe. In diesem Programm geht es auch darum, dass die Kinder eben, weil wenn die Emotionen ja kommen, zum Beispiel heftig kommen, das sind ja die Kinder auch komplett ausgeliefert. Weil, und dann, wenn sie hören, du darfst und sollst nicht, dann kommt ein solcher Druck, dass es dann ja noch mehr kommt. Und hilft das denn auch den Kindern zu verstehen, was passiert da und was könnte ich zum Beispiel machen? Weil Kinder sind ja auch offen, habe ich gemerkt, zum Beispiel für Atemübungen oder für einfache Dinge, die sie dann selber wirklich machen können. Ist das auch in diesem Programm, oder? Ja. Schön. Ja. Super. Also wir vermitteln Techniken, die Kinder dann nutzen. Wir haben Glücksknöpfe, Mutknöpfe, Superheldenkräfte, die wir aktivieren. Also für sämtliche Lebenssituationen geht es eigentlich darum, Kindern in kurzen, knackigen Übungen, also nicht langatmig zu zeigen, wenn die Wut kommt. Was ist das überhaupt? Ja. Wie sieht die Wut aus? Wie fühlst du die Wut? Ist das ein Monster? Ist es groß oder klein? Mhm. Ja, macht dir das Angst? Und das Ziel ist dann irgendwann auch ein Monster vielleicht mal auf die Hand setzen zu können und sagen, ich kann es selber schrumpfen. Super. Und dadurch kann ich meine Gefühle wieder regulieren. Ne? Wow, wunderbar. Mhm. Wenn ich das höre, sollte man das jetzt gerade in allen Schulen wirklich einbringen, weil das ist so, so wichtig. Gell? Ja. Und ich kenne ja in Indien oder so gibt es Schulen, die haben ja Achtsamkeit oder diese Dinge bereits im normalen Programm drin. Und ich glaube, bei uns, wo jetzt so viel Not entsteht und eben auch für die Lehrkräfte, weil da erlebe ich auch, dass die oft am Anschlag sind. Das ist eine ganz wichtige und tolle Geschichte. Und ihr bietet ja die Ausbildung an. Das ist das Mind Cleans auch. Ja. Ja. Und da können sich alle Menschen melden oder ist das für Therapeutinnen und Therapeuten vorbehalten oder wie sieht das aus? Wir haben Eltern, die das für sich machen wollen, die auch solche Techniken nutzen möchten. Dann haben wir aus dem pädagogischen Bereich natürlich viele Leute, aber auch Logopädinnen und Logopäden, die das noch in ihrer Praxis nutzen. Ja, weil das Kind, was nicht spricht oder was Sprachstörungen hat, hat eventuell auch noch einen anderen Bedarf. Und also da haben wir ganz querbeet, würde ich mal sagen, aus allen Bereichen Menschen, die sich jetzt dafür einsetzen, frühestmöglich mit den Kindern zu arbeiten. Und da sind wir wieder bei dem Thema emotionale Traumata. Der Wunsch muss ja sein, dass wir später nicht mehr so viele Erwachsene haben, deren innere Kinder wir heilen müssen. Absolut. Ja. Sondern, dass wir das vermeiden und präventiv ansetzen. Ja, und den Kindern schon eine glücklichere Kindheit ermöglichen auch. Und wir, in einer vorigen Sendung haben wir darüber gesprochen, eben das ist eine Online-Ausbildung, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie lange die überhaupt geht und wie zeitlich da man, wie viel Zeit man dafür einsetzen muss. Also wir haben einmal die Coaching-Ausbildung, die im Prinzip drei Formate beinhaltet. Das heißt, wir haben drei Module. Da vermitteln wir Grundlagenkenntnisse im Bereich Tiefenpsychologie, Psychologie, Neurobiologie, klinische Psychologie, damit man nämlich auch weiß, wenn jemand kommt, der eventuell ein klinisches Bild hat, dass ich da nicht arbeiten darf, um nicht zu retraumatisieren. Das ist mir ganz wichtig. Und dann geht es darum, um Stress- und Burnout-Symptome zu erkennen und wie ich das innere System entstresse.
Und mit System und Familien schließt das dritte Modul ab. Mhm. Man hat so eine Zeiteinteilung. Manche machen das in einem halben Jahr, manche ein Jahr. Mhm. Das liegt daran, wie viel Zeit ich habe, mich mit den Inhalten zu befassen. Und man muss natürlich dann auch unsere Live-Seminare besucht haben. Ja. Und der Kinderstark-Coach oder Trainer, das ist nochmal eine eintägige Fortbildung mit Lerninhalten und mit einem kompletten Trainingskonzept, was man anschließen kann, nicht muss oder auch alleine besuchen kann. Ne? Ja. Mhm. Spannend. Also so wie ich es höre, für alle offen im Prinzip. Ja. Ja, schön. Weil ich glaube, dieses Wissen, egal wie man, auf welcher Ebene man es anwendet, ist immer wertvoll, mhm. oder? Ja, es ist wirklich ganz spannend. Und hast du das Gefühl, dass sich jetzt auch wirklich vieles verändert hat? Also, dass die Menschen jetzt auch offener sind, eben durch viele Krisen oder hast du das Gefühl, es ist immer noch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig? Wie erlebst du das? Also wir, die alle sich schon damit beschäftigen, leben ja in einer Art Blase. Ja, genau. Das heißt, die Menschen, die uns in die Ausbildung finden, die sind schon sehr gut vorgebildet. Mhm. Die haben sich schon länger, so wie du und ich sicherlich auch, damit befasst, interessieren sich für ganzheitliche Themenwelten. Ich glaube schon, dass das noch uns alle braucht, dass wir in die Aufklärung gehen, dass wir auch uns trauen, das nach außen zu tragen. Mhm. Also auch die Kombination aus Wissenschaft und Spiritualität, die Bewusstseinsforschung interessiert mich seit Jahren, die ist sich aber auch nicht einig. Ja. Also das ist ja auch seit Corona so ein Thema, wo man denkt, die Wissenschaft ist eine absolute Wahrheit. Das gibt es ja eben nicht, sondern wir alle können ja aus unterschiedlichen Perspektiven Themenfelder bearbeiten. Und kommen auch zu anderen Antworten. Also wenn ich meine Fragestellung entsprechend stelle, dann habe ich andere Antworten als du dann vielleicht. Ja. Ja. Und das müsste das Ziel sein, dass wir schauen, okay, wie können wir das Bewusstsein nutzen? Da sind wir bei meinem Hauptthema. Als ich vor 7 Jahren anfing mit Bewusstseinscoaching und Bewusstseinsarbeit, haben die meisten gelacht und haben gedacht, was willst du denn damit? Das kennt kein Mensch, was soll das denn sein? Wenn man jetzt mal ein bisschen sensibilisiert ist, hört man bei ganz, ganz vielen Leuten das Thema. Auch Zeitenwende, Bewusstseinswandel, das sind alles jetzt Themen, die jetzt so mehr und mehr werden. Und das finde ich schön, dass sich die Leute öffnen. Ja, absolut. Mhm. Und vielleicht auch nochmals ein bisschen auch auf diese Glaubenssätze, weil da erlebe ich auch immer wieder, dass die Menschen sagen, ja, das war so und das ist so und das ist einfach meine Persönlichkeit und so ganz fest verbunden sind. Und du hast mir ja an einer anderen Sendung auch erklärt, dass man so wie in eine andere Ebene dann gehen kann, eben eine Art Hypnose. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmals kurz erklären, weil der Begriff Hypnose ist ja auch ein bisschen so, macht manchmal den Menschen ein bisschen auch Angst, oder? Wie man da vielleicht darunter schauen kann, wie du das machst. Genau, also erstmal habe ich dann vielleicht den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Mhm. So, das ist dann der Satz, den der Mensch dann auch fühlt. Und damit sind dann ganz viele Dinge ja auch wieder verknüpft und viele kleine andere negative Glaubenssätze gehören dann dazu. Und die Resonanz, die man bekommt, ist dann genau die, nämlich ich bin nicht gut genug, oder? Das ist ja das Tragische. Ja. Da steckt dann auch ein riesen Selbstzweifel noch mit drin. Und mir ist aufgefallen, dass da sehr, sehr, sehr viele Ängste drunter liegen. Ja, die Angst, nicht dazuzugehören, die Angst, nicht geliebt zu werden. Also schlussendlich haben fast alle Glaubenssätze, die mir begegnet sind in den letzten Jahren, immer auch mit Ängsten zu tun. Und dann, wie du sagst, genau, wie komme ich da dran? Hypnose ist, autogenes Training ist auch eine Form der Selbsthypnose. Mhm. Ja, all diese Dinge, wo ich meine Aufmerksamkeit auf etwas Konkretes lenke, mein Gehirn ablenke, es sind so Trance-Techniken. Mhm. Und Hypnose macht eigentlich nur dann Angst, weil man ja vielleicht gehört hat, dass man dann ausgeliefert ist, den Hypnotiseur. Also man so Hypnose sieht und die Leute dann wirklich, also mit dem Schnipp. Genau. Und dann zu allen Dingen irgendwie angeleitet werden. Also in unserer Form ist das so, ich kann dann trotzdem noch kommunizieren. Mhm. Es sei denn, es schläft jemand ein, ist mir auch schon passiert. Ja, dann ist das System so erholungsbedürftig, dass das nicht funktioniert. Ansonsten atmet man sich in eine Situation hinein, beruhigt sich selbst und sein Nervensystem und dadurch auch die Gehirnwellen. Okay. Darum geht es eigentlich. Ich versuche, die Hirnwellen in eine andere Herzfrequenz zu bringen. Und wenn mir das gelingt, dann werde ich ruhiger und dann bekomme ich eben auch Zugang zu diesen unterbewussten und unbewussten Verschaltungen. Und der Mensch ist aber eigentlich immer noch Herr seiner Sinne, oder? Genau, ich glaube, das ist auch wichtig, weil ausgeliefert sein macht auch Angst. Ja. Was ich noch spannend finde und mich ich gerne wissen möchte, wie du das siehst, weil es ist ja ein ganz, ganz großer Trend, einfach zum positiven Denken, oder? Mhm. Und
eigentlich in der unteren Ebene hat man auch diese dysfunktionalen Glaubenssätze. Und das ist ja das, was uns dann wieder eigentlich die Rückmeldung gibt. Also es wiederholt sich ja trotzdem. Also ich glaube, wichtig ist schon, wo haben wir den Fokus? Weil ich glaube, wenn man ins Positive, das Positive im Leben erkennt und den Fokus dort hat, erneuert sich das ja eher. Aber ich glaube, einfach nur positiv denken reicht nicht. Oder wie siehst du das? Ja, das ist spannend. Genau, das hat mich damals schon mal jemand gefragt. Also die Kraft des positiven Denkens ist schön. Es gibt ja auch in meinem Fachbereich auch die positive Psychologie. Finde ich auch gut, den Ansatz. Ich glaube aber, wenn ich habe keine nachhaltige Veränderung, wenn ich das darunterliegende nicht bearbeitet habe. Ja. Und das ist auch meines Erachtens aktueller Forschungsstand, zumindest so wie ich das jetzt wahrnehme, dass es wichtig ist, dass ich nicht nur kognitiv etwas mache. Ich kann mir mein Leben nicht schön denken, ich kann mir mein Leben nicht schön reden, ich kann mir noch so viele tolle Post-its in den Spiegel geben, ich bin toll und ich bin erfolgreich. Genau. Wenn ich das im Herzen nicht fühle, verändere ich nämlich rein gar nichts. Und deswegen ist mein Ziel, ich bearbeite das, es braucht eine kurze Reaktivierung der alten Erfahrung. Ja. Und dann gehe ich in die Metaebene, verändere das. Das können wir vielleicht in einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer beschreiben, wie man das macht. Und dann tatsächlich habe ich dann aber auch den Weg frei nach vorne. Ja. Und dann kann ich mich mit diesen positiven Dingen auch beschäftigen. Ja. Weil ich merke dann, also ich habe auch schon viele Menschen erlebt, die nehmen das wirklich sehr ernst. Und das finde ich ja auch schön. Die möchten etwas verändern. Aber es wird dann wirklich fast ein Stress, immer das daran festzuhalten und so viel Arbeit und dann irgendwie der Nutzen zeigt sich dann wenig, oder? Ja. Und ich glaube, dass man einfach versteht, wo auf welcher Ebene was geschieht, oder? Ja. Dass man da wirklich auch diese Energie, die man vielleicht in etwas setzt, das einem nicht wirklich weiterbringt, dahin auch ein bisschen wenden kann und positiv denkt und das Schöne erkennt im Leben. Das finde ich schon auch sehr wichtig. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Genau. Also ich bin mir sicher, jetzt möchten wieder viele Menschen wissen, wie man da überhaupt weitere Informationen bekommt, wie man da weiter eintauchen kann. Ja, also jeder, der sich dafür interessiert, kann sich erstmal über unsere Webseite informieren, juliablaeser.de. Da findet man eigentlich alle Aspekte zu der Methode, zu mir auch und zu den Möglichkeiten, mit MindClean zum Beispiel zu arbeiten. Und da gibt es Seminare in Form unserer Ausbildungen oder eben, was ich ans Herz legen kann, ist unsere Coaching-App. Da mal selbst mit sich anfangen zu arbeiten und aus der App heraus, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, es gibt ja immer wieder Themen, wo man Hilfe braucht von einem Profi, dann kann man sich aber da auch Einzelcoachings online buchen und mit den von mir ausgebildeten Coaches, die jetzt mittlerweile mehr und mehr geworden sind, dann auch Einzelsitzungen machen. Okay, also kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte zu dieser Coaching-App verlieren? Also das könnte man eigentlich herunterladen und mit dem schon mal einfach für sich selber arbeiten. Ja, genau. So in beiden Stores herunterladbar. Man registriert sich da und hat dann erstmal eine 7-tägige kostenlose Testphase und schaut mal, okay, ist das etwas für mich, diese Art zu arbeiten? Da muss man sich ja auch für bereit erklären. Eine Bewusstseinsreise macht man nämlich da. Ja. Und es sind drei Coaching-Reisen. Wir nennen das Coaching-Journeys. Und zu unterschiedlichen Themenfeldern kann man dann entweder an seinem Stresserleben arbeiten, an tiefen emotionalen Traumata oder Glaubenssätzen und eben auch an Beziehungsthemen. Ah, spannend. Ja, aber Schritt für Schritt begleitet, das hat einen Sinn. Es gibt viele Apps, wo man im Prinzip ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, Übungen hat, 500 Meditationen hätte. Man weiß aber gar nicht, wo man anfangen soll. Und wir schalten das wirklich Schritt für Schritt nur frei nach einem System, nachdem wir erfolgreich gearbeitet haben mit Einzelleuten. Ah, spannend, weil dann muss man diesen Prozess wirklich machen, weil das ist ja auch ein bisschen der Gedanke, schnell möglichst schon zum Ziel zu kommen und etwas zu überspringen. Ja. Also Schritt 3 geht erst, wenn man alle 1 und 2 hinter sich hat. Ja, das ist ganz raffiniert. Liebe Julia, vielen Dank, warst du wieder hier mit so viel inspirierenden Themen und ich befasse mich ja auch mit diesen Dingen und man bekommt immer doch wieder neue Sichtweisen und Anregungen. Schön warst du bei uns. Ja, ich danke dir, Silvia. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Und eben, ich denke auch, dass Sie vielleicht Anregungen oder vielleicht Neugier geweckt wurde. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.